So, das da hinten ist das Stadion Algarve in Faro. Und Prof, wir waren zusammen bei der Europameisterschaft 2004. Da gab es 10 Spielorte und jetzt habe ich, wir haben richtig viele zusammen gemacht. Ich glaube, 6 oder so haben wir zusammen gemacht und 2 habe ich dann auch noch irgendwie anders gemacht. Und jetzt habe ich 9. Ja, mir fehlt immer noch einer. Der Klassiker Portugal gegen Katar läuft hier. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich nice Teil. Und was witzig ist, ist, du kriegst so ein Benzel hier für Covid-Tests und so weiter. Und oh, das internationale Impfzertifikat, das geht ja auf gar keinen Fall und so. Riesenpalaber, aber ganz witzig. Was auch ganz cool ist bei dem Spiel, alles voll mit so, früher hat man gesagt, Jubelperser. Also so ein paar Katari-Fans, die bestimmt so 300 oder so, die so supportmäßig, so alibimäßig Support machen. Auf jeden Fall ganz geiles Ding. Portugal ist sowieso immer eine Reise wert. Super nette Leute, geiles Wetter. Cooles Land, fußballtechnisch, naja, so ein bisschen, aber CR7 hat natürlich gerockt, ne? Läuft, gleich eine Bude gemacht. Schönes Ding. Das war's, Prof. Bis später.